Ich grüße euch, Freunde, und willkommen zurück zu Prop Night. Heute stelle ich euch die Oma vor, oder die Granny, was sie kann und wie ihre Spielweise ist, so wie ich es mit der Todesfee gemacht habe. Wir schauen erstmal kurz in die Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist Mine, dann hat sie Astral und Wurf, dann wieder die allgemeine Jagdfähigkeit. Ja, was macht die Mine auf Q? Ganz einfach, die Oma erzeugt so ein Geistermesser hier. Und wenn Überlebende in die Nähe kommen, dann fliegt das automatisch auf die zu und verletzt die. Davon kann die Oma maximal 2 aktiv haben. Dann hat sie die Fähigkeit Astral. Damit wird sie kurz unsichtbar und auch ein bisschen schneller. So. Und dann gibt es noch die Fähigkeit auf der Maustaste. Damit schmeißt die Oma ihr Messer und versucht damit Überlebende zu treffen. Hallo. Ansonsten hat die Oma leider keine Fähigkeiten, um die Generatoren zurückzusetzen oder irgendwelche anderen coolen Sachen wie mit den Fähigkeitschecks von der Todesfee. Also man muss hier die Generatoren manuell zurücksetzen und man hat auch keine schönen Features, um diese zu erschweren, also wie die Todeswerte ja verflucht, um Skillchecks schwieriger zu machen, sowas hat die Oma halt alles gar nicht. Eins meiner Messer wurde, glaube ich, wieder ausgelöst. Leute, Augen zu. Der hat mich gerade fotografiert. Deswegen habe ich stecke fest. Sehr schön, ich hätte ihn wahrscheinlich gekriegt. Und die Messer schmeißen ist gar nicht mal so einfach. Wie hat mich das bitte gestunt? Die Tür war ja schon zu. So, gehen wir wieder hier in die Mitte. Setzen den Generator zurück hier und hinterlassen eine Mine. Das ist immer ganz wichtig, die Messer zu hinterlassen. Denn wie gesagt, das gibt Damage. Und das ist quasi Schaden, den ihr verursacht und müsst nicht anwesend sein. Das Messer ist schon wieder ausgelöst worden. Das heißt, hier ist ein Survivor gewesen. Oh, da hat einer ein legendäres Item gefunden. Hallo. Zack. Noch ein. Und das machen wir kaputt. Und das auch. Ja, mit der Granny oder der Oma, könnt ihr jetzt nennen, wie ihr wollt. Das ist schon ein bisschen schwieriger, Leute zu finden, weil auch durch die Todesfee man vielleicht ein bisschen verwöhnt ist durch den Schrei. So. Aber dennoch ist es möglich, mit der Granny ordentlich das zu machen. Da haben wir unseren ersten. Sehr schön. Messer. Und zurücksetzen. Wenn die so gerade vor euch weglaufen, dann schmeißt auf jeden Fall das Messer. Okay. Zack. Die checkt gar nichts.
Und da haben wir sie. Und auch hier wieder ein Messer hinterlassen. Und wieder mitkommen. So, rein mit dir. Und hier wieder ein Messer platzieren. Sehr wichtig. Das darf man nicht vergessen. Denn wie gesagt, das ist freier Schaden, also Damage for free, den ihr auf die Überlebenden verteilt. Ja, habt ihr gesehen, da kam das Messer auf die geflogen. Zack. Aber das Messer schmeißen ist erwischt, okay. Ich glaube, den Hit hätte ich mir selber nicht gegeben, aber was soll's. Und hier wieder eine Messermine. So. Und hier auch. Wie gesagt, ihr könnt immer bis zu zwei Minen könnt hier hinlegen. Dann ist das Maximum erreicht. Wenn ihr dann eine neue Mine legt, dann wird die erste, glaube ich, resettet. Ja, da hinten. Der wurde von meinem Messer erwischt. Der wird jetzt da liegen. Ja, da, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Hier ist er. Ah, mal mitkommen. Und seht ihr, genau das meine ich halt. Die Messer sind sehr klein und die Überlebenden achten da nicht immer drauf. Von daher, das ist immer eine gute Option. An entscheidenden Punkten wie den Laufwegen, den die Überlebenden oft benutzen, oder an Generatoren oder an Stühlen so ein Messer zu platzieren. Zum Beispiel, ich weiß, dass die hier gerne durchgehen, deswegen lege ich da ein Messer hin. Weil manchmal, wenn man das zu oft an entscheidenden Punkten platziert, dann wissen die Bescheid und meiden oder versuchen diese zu meiden. Deswegen auch mal einfach mal random in die Laufwege, wo ihr denkt, dass sie da oft herlaufen, Messer hinlegen. Eins kann ich noch setzen, das lege ich wieder hier hin. Die Unsichtbarkeit von der Granny ist halt auch sehr stark, weil sie da mit ein bisschen Mobility hat und halt für kurze Zeit nicht sichtbar ist. Und ihr könnt natürlich die Aura von euren Messern sehen. Ihr seht es hier, ihr seht die Aura von meinem Messer. Wenn ihr auch hier das kleine Orangene, ist das Messer, genau wie hier. Ne? Ich sehe das. Damit weiß ich, mein Messer ist noch aktiv und ein Blick unten in die Leiste zeigt auch, dass ich zwei aktiv hatte. Jetzt ist nur noch eins aktiv. Das heißt, hier ist ein Überlebender. Ob die Messer einen Zeitlimit haben, das weiß ich leider nicht. Das habe ich nicht herausgefunden. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ein Messer verschwindet, dass ein Überlebender dafür verantwortlich ist. Aber es scheint, die haben auch ein Zeitlimit, denn das Messer hier ist auch gerade verschwunden und hier ist kein Überlebender. Also scheinen die Messer auch ein Zeitlimit zu haben, wie ihr seht. Ich weiß selber noch nicht alles von dem Game, ich lerne immer wieder was dazu, deswegen jetzt wissen wir, die Messer haben auch Zeitlimits. Der Gen hier ist fast fertig. Das heißt, hier ein Messer hinzulegen ist ganz sinnvoll. Denn die werden da bestimmt wieder dran gehen. Der Laptop war's. Wer kennt es nicht? Also ich glaube, die ist jetzt auch raus und dann bleibt nur noch die eine, ne? Nur noch die eine Tiger ist dann noch im Game. Ja. Ich habe zwei Messer aktiv. Also alles gut.
Da hinten hatte ich ein Messer. Hier in dem Haus platziert, glaube ich, war das. Oh ja, ist fast fertig, der Generator hier. Setzen wir mal zurück und schauen wir mal, was hier nicht so richtig reinpassen könnte. Aber das ist gar nicht so einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel mit der Todesfee würde ich jetzt einfach einen Schrei setzen und dann würde ich ihn vielleicht treffen und wüsste, ah, da ist er. Aber mit der Omi ist das leider nicht so einfach. So, ich setze hier noch ein Messer hin. Immer wichtig, sehr entscheidende Punkte aussuchen, habe ich schon gesagt. Weil die Messer sind auch so ein bisschen zielsuchend, das ist nämlich auch der Vorteil. Also man kann den auch dodgen, das habe ich schon gesehen, dass welche den Messern ausweichen können, aber in der Regel treffen die Messer. Das Messer hier wurde entweder ausgelöst oder ist wieder verschwunden. Aber ich glaube, es ist verschwunden. Ich setze es wieder hin. So. Da ist keiner dran. Ja, die haben halt so gut wie keine Maschinen geschafft. Und das kann ich die ganzen Dinger hier ablaufen, um zu gucken, wo die Tiger ist, ne? Aber die hat gleich immer noch 10 Sekunden Playtime. Ich habe also jetzt gleich gewonnen. Das schafft die eh nicht. Hier ist sie. Da. Zack. Aber wenn die Zeit abläuft, hat der Killer automatisch gesiegt. So, das war die Granny oder die Oma. Bin ich ehrlich gesagt ein ziemlich großer Fan von. Macht mir sehr viel Spaß, der Killer. Und wenn euch das Video auch gefallen hat, dann Daumen hoch da lassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne!